Hallo, na? Einen wunderschönen guten Tag. Was machst du denn da wieder Schönes? Ich sitze hier am Computer. Du weißt ja, Papierkram, das muss auch gemacht werden. Ja, Das bleibt ja nicht aus. das ist richtig, das ist Ne? richtig. Weil wir müssen unseren Staat ja steuerkräftig unterstützen. Das ist auch richtig, weil Ne? du hast ja hier eine ganz normale Kfz-Werkstatt. Richtig, Ne? richtig. Und da gehört natürlich auch Buchführung dazu. Dann erzähl doch mal unseren Zuschauern, wieso bist du eigentlich Kfz-Mechaniker geworden? Warum bin ich Kfz-Mechaniker geworden? Ja, das ist eine gute Frage. Irgendwas musst du ja machen. Bäcker wolltest du nicht? Nee, ich wollte keine großen Brötchen backen. Ja. Nee, hat mich halt schon immer interessiert, wie das halt so ist, ne? Guckst du Ja. ja irgendwelche Autorennen im Fernsehen an und solche Scherze und irgendwann möchtest du auch irgendwann mal sowas fahren. Irgendwann ist halt ja auch meine Schule so weit, dass du dich entscheiden musst, was du willst. Richtig. Ja. Und ich hätte Tischler werden können oder Mechaniker. Und ich habe mich für Mechaniker entschieden. Hast du denn vorher auch schon mal Autos rumgebastelt, bevor du Mechaniker geworden Nee, fängt ja mit 16 so deine Lehre an und ja, Papa ein bisschen zugeguckt, wie der irgendwas an Blech eingeschweißt hat und sowas da schon. Aber wirklich was rumgebaut? Nein. Das kam erst dann so während der Lehrzeit. Okay. Na? Dass man dann halt angefangen hat, wie das halt so ist. Dann brauchst du erstmal einen Fahrbahn und dann sagst du erstmal mit dem Moped zur Arbeit gefahren. Und wenn du dann 18 bist und einen Führerschein hast, dann muss natürlich auch ein Auto her. Was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto war ein Opel Ascona C. Oha. Ja, mit sage und schreibe 75 PS. Und da blieb es auch bei. Bei den 75 PS, ja. Ja. Bei dem Auto, ja. Und wie lange hat er gehalten? Der hat eigentlich, ich muss mal überlegen, der hat eigentlich anderthalb, 2 Jahre. Und dann hat er einen Motorschaden gekriegt, von dem ich bis heute nicht weiß, warum. Weil es war definitiv genug Öl drauf. Da habe ich vorher noch nachgeguckt. Naja, auf jeden Fall war der Motor dann hin, dann haben wir den Motor fertig gemacht, war auch so eine unendliche Story. Und ja, dann habe ich den dann nach 6 Wochen wieder fertig, weil muss ja alles eben neben der Arbeit passieren. Ja, habe den 4 Wochen gefahren und dann haben sie mir den geklaut und kaputt gefahren. Dann stand ich wieder dumm, ja, ohne Auto. Und dann, was gab's da? Dann gab es einen VW Jetta 2. Ja, seitdem war VAG infiziert. Ja, seitdem habe ich mich dann für die VAG-Schiene entschieden. Ja, Ja. dann, das Ding habe ich dann ein bisschen gefahren und habe dann irgendwann im Kopf gekriegt, dass ich so einen alten Caddy haben musste. Caddy 14D. Und dann auch einen Caddy 1. Ah, und den habe ich mir dann, sage ich mal, so mit meinem kleinen Lehrlingsgehalt so low-budget-mäßig fertig gemacht. Okay. Mit so Tieferlegung und so einem Kram. Ja. Und vom Golf 2 so ein 1,6 Liter Turbo-Diesel eingebaut mit 70 PS, damit das Ding ein bisschen vorangeht. Da, ja. Und dann folgten ganz, ganz viele Caddies. Da habe ich dann so ein bisschen mit gehandelt, sag ich mal, immer mal hier eingekauft, ein bisschen fertig gemacht, wieder verkauft. Weiß ja, man ist jung und braucht das Geld. Ja. Na? Und dann kamst du auf die Idee, deine eigene Werkstatt aufzumachen, oder was? Nee. Das kam noch lange nicht. Das kam noch lange nicht. Erstmal kam dann die Bundeswehr noch dazwischen. Da musste ich dann ja noch mal hin. Die wollten mich unbedingt noch mal sehen. Naja, erstmal habe ich dann irgendwann angefangen, meinen Meister zu machen. So. Ja, und als ich den dann irgendwann hatte, das war, was steht denn da? 2004, genau. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ist schon so lange her. Ja, dann habe ich mir irgendwie Gedanken gemacht, was machst du denn jetzt? Und ein guter Kumpel von mir und mein ehemaliger Altgeselle oder Geselle vielmehr, der hat sich selbstständig gemacht als Motoreninstandsetzer. Dem habe ich ja zwischendurch immer ein bisschen geholfen und der meinte dann irgendwann, ich soll mir meinen Leistungsprüfstand kaufen. Oha. Ja, genau, oha. Ja, was soll ich dir sagen? Dreiviertel Jahr später hat er einen Leistungsprüfstand gekauft, Programm für Softwareoptimierung und hat eine Firma gegründet. Ja, einfach so aus dem blauen Himmel heraus. Zack, bumm. Naja, ich sag mal so aus dem blauen Himmel heraus nicht.
Aber ich sag mal, es war eigentlich nie die Planung da, dass ich eine Firma gründen wollte. Ja, ja. So, das war halt aufgrund von der Investition für Prüfstand und Software und sowas. Da konntest du das nicht irgendwie nebenbei machen. Mhm. Das funktionierte nicht. Ja. Ja, und so habe ich dann neben meiner normalen Arbeit halt mit der Werkstatt angefangen, bis dann irgendwann der Punkt war, wo es hieß, das eine oder das andere. Weil es einfach zu viel wurde. Genau, mhm. Da ging es nicht mehr weiter. Ja, also hast du quasi mit dem sogenannten Chip-Tuning angefangen. Genau, ja. Genau. Damit haben wir damals angefangen, wollten hier in Norddeutschland was für die jungen Leute machen, generell so die ganze Tuning-Geschichte bedienen, ja. Und sowas. So sind wir da halt angefangen. Und dann kamen die normalen Werkstattsachen dazu, Ölwechsel, Reifenwechsel. Genau, das kommt dann irgendwann zwangsläufig so mit, wenn dann der eine oder andere mal mitkriegt, oh, da ist eine Werkstatt, oder irgendjemand sagt, hier Mensch, geh da doch hin. Ja, und so ist das halt mit der, sag ich mal, ganz normalen Werkstattarbeit, wie du schon sagst, Räder, Reifen, Bremsen, Inspektion, kleinere Unfallschäden, sowas halt. Das ist dann von ganz alleine gekommen quasi, ohne dass ich da großartig für Werbung gemacht habe. Und selbst deine Halle hast du dir alleine aufgebaut, ne? Selbst die habe ich alleine aufgebaut, ja. Das hat auch insgesamt fast anderthalb Jahre gedauert, weil ich das auch alles immer nebenbei gemacht habe. Ja, ich bin dann nicht für zur Bank gegangen und habe gesagt, hier, ich will 300.000 Euro, ich will mir jetzt eine Halle bauen. Ja. Nee, das habe ich alles so nebenbei gemacht und immer so, wie Geld da war, haben wir Stück für Stück weiter. So wie jetzt auch vor kurzem das Büro hier. Genau, so wie das Büro hier, das haben wir dann auch zwischendurch mal gemacht, weil das früher drüben in der Werkstatt war mit und ja, irgendwann hast du einfach nicht mehr genug Platz und man will das ja auch mal ein bisschen ordentlicher haben. Genau, genau. Und vor allem Platz war das Stichwort, ne? Genau, Platz ist das Stichwort. Ja, ja. Ne? Weil Maschinen werden immer mehr, weil du musst das ja alles irgendwo hinstellen. Ne? So die ganzen, sag ich mal, Spezialgeräte, die du denn so brauchst. Angefangen von, sag ich mal, Reifenmontiergerät. Klimagerät, Teilwaschgeräte. Klimagerät brauchst du ja demnächst auch noch ein neues. Das haben wir gerade bestellt, das kommt nächste Woche. Ich rief was Neues. Werkzeug holen. Ich rief was Neues, was ist das? Was ist das? Was ist das? Da, was steht denn drauf? Komfort. Komfort, genau. Achso. Ja. Für das neue, neu, so neu ist es ja nicht mehr, gibt es ja schon ein paar Jahre für dieses YF-Gas. Genau. Na? Musst du aber nicht dann irgendwann auch entscheiden, was du willst. Ob du damit weitermachen willst oder ob du einschlafen willst und ich bin eigentlich immer für weitermachen. Ja, eben, nützt ja nichts. Damals mit Getriebespülung warst du auch so mit der Erste hier in der Region so zwischen, ne? Getriebespülung machen wir seit ungefähr 6 Jahren. Dann läuft das Getriebeöl, wenn der Motor läuft, durch das Wechselgerät. Und da war ich hier, sage ich mal, so im Umkreis von 50 bis 70 Kilometer, war ich hier so der Einzige, der so ein Gerät hatte. Ja. Ja, hat man ja schon gemerkt, dass auch die großen Werkstätten ihre Kunden zu dir geschickt haben. Ne? Ja, ja, viele sperren sich dagegen. Es gibt ja auch immer noch wieder, wenn du in diversen Foren liest, hartnäckige Gerüchte, dass Getriebe nach dem Spülen kaputt gegangen sind. Ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht so recht glauben, es sei denn, da hat derjenige, der die Spülung gemacht hat, schlichtweg Murks gemacht. Ja. Oder sie haben verkehrten Reiniger genommen oder sowas. Weil, wie gesagt, wir machen nun schon einige Jahre und ich habe noch nicht ein Getriebe gehabt, was nach der Spülung kaputt gegangen ist. Ja, vor allem hast du ja auch immer diverse Schulungen, die du besuchst, zu solchen Themen, oder? Ja, ich sag mal, wenn du am Ball bleiben willst, dann musst du regelmäßig zu Schulungen gehen. Du musst ja nicht immer irgendwelche teuer bezahlten Lehrgänge machen. Es gibt ja, sag ich mal, für uns Werkstätten ganz viele Abendveranstaltungen, wo du hingehen kannst. Ja gut, als Angestellter
kann ich auch verstehen, wenn du den ganzen Tag lang ackerst, hast du nicht unbedingt noch Lust, dich da irgendwie bis abends um 9 noch auf irgendeine Schulung hinzusetzen. Ja. Ja, ich bin nun mal selbstständig, ich lebe von meinem Wissen und von daher sehe ich das so, ich kann lieber den Abend da investieren und mich da hinsetzen und mir da Informationen abholen, sag ich mal. Und dafür kann ich eventuelle Reparaturen wesentlich zügiger erledigen und kann darüber, sag ich mal, dann mein Geld verdienen. Als wenn ich da jetzt, sagen wir mal, 8 Stunden an rum mache und ja, irgendwo dann vielleicht durch Zufall den Fehler finde. Aber ich kann meine Zeit dann nachher überhaupt nicht richtig verkaufen. Ja, das ist richtig. Weil letzten Endes machen wir es ja alle nicht aus Spaß an der Freude, zumindest wir Selbstständigen nicht. Ja. Ein Hobbyschrauber, für den steht das Geld wahrscheinlich nicht so im Vordergrund. Mhm. Als Selbstständiger, du musst nun mal irgendwo von leben. Das eben nützt alles nichts. Ja. Na? Weil, ich sag mal, du gehst ja auch nicht aus Spaß an der Freude arbeiten, du machst es ja auch wegen dem Geld. Nein, ich mach das aus Freude. Ach so, ja gut. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich rufe deinen Chef morgen mal an, der kann dein Gehalt halbieren, weil du so viel Spaß bei der Arbeit hast. Ich mach das ja ehrenamtlich. Ach, ehrenamtlich jetzt? Ja. Nee, Chef, Geld brauche ich nicht. Ja, so, nee, gut, alles klar. Ihre Liebe und Zuneigung reicht mir. Ah, na ja, Mensch. Ne? Ja, so einen Angestellten suche ich auch noch. Ja. 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 So, jetzt sind wir in deiner Halle, die wir schon oft gesehen haben bis jetzt. Genau, das ist meine kleine Werkstatt, mein kleines chaotisches Reich. Dein chaotisches Reich. Leider Gottes habe ich nie genügend Zeit, um ordentlich aufzuräumen. Da oben hast du so ein bisschen Teile. Genau, da oben liegen so ein bisschen Teile, was man nicht so unbedingt braucht, was man sich auch mal wegpackt. Ja. Wie du ja siehst, so ein bisschen Kabel und so ein Zeugs. Ja, was man halt so braucht, ne? Was du halt ab und an mal brauchst, aber nicht so wirklich jeden Tag. Ja. Na? Ja, daneben an war früher das Büro, da ist jetzt aber momentan noch komplettes Chaos. Das können wir nicht filmen. Ne? Besser ist das. Genau, besser ist das. Ja. So, hier haben wir eine schöne Fahrschienenbühne für die Achsvermessung. Jetzt fangen die Kameras gleich an zu laufen. Die fahren eigentlich gleich runter. So wie jetzt. Mit Achsfreiheber. Sah früher auch mal anders aus hier, ne? Sah früher auch anders aus. Ganz früher habe ich hier den Leistungsprüfstand drin gehabt. Ja. Ja, der ist aber eben zugunsten der Hebebühne und der Achsmessgeschichte gewichen. Den habe ich momentan noch mobil, dass ich den dann herhole, wenn ich ihn brauche. Ja, müssen wir mal gucken. Soll auf Dauer auch nicht so bleiben, aber da fehlt halt die Zeit. Ja, eben. Na? Zeit ist halt immer alles bei dir. Genau. Der Tag hat nun mal nur 24 Stunden und selbst wenn du Frühstück, Mittag durchmachst, hast 25, reicht auch nicht. Das ist richtig. Na? Ja, da steht ja auch noch unser schönes BMW-Projekt, ne? Genau, da steht das BMW-Projekt. Na? So, ja, ansonsten halt, was du so brauchst. Bisschen Reifenmontiergeräte, Wuchtmaschinen. Ja, Diagnosegeräte. Diagnosegerät da, ja, Teilewaschmaschinen. Ja, alles da. Maschinier viel mehr, Presse. Halt alles, was man so ein bisschen braucht. Genau. Ne? Draußen hast du so ein kleines Lager für Reifen und alles. Genau, draußen habe ich noch ein kleines Lager für Altreifen. Also wer noch welche braucht, gerne melden. Schicken wir kostenlos zu. Ja, machen wir sehr gerne. Ne? Und du bist ja sowieso so ein Werkzeugfetischist. Na, das musst du so nicht sagen. Fetischist würde ich nicht sagen, aber ich kaufe schon gerne Werkzeug. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt so. Werkzeug macht dir das Leben leichter. Das ist richtig. Und vernünftiges Werkzeug sowieso. Das ist so. Ja. Ich sag mal, mit irgendwie Billigwerkzeug brauchst du in der Werkstatt nicht anzufangen, wenn du das professionell betreiben willst. Das merkt aber jeder auch sehr schnell selber, wenn er denn sich, sag ich mal, irgendwie einen billigen Satz Maul-Ringschlüssel oder sowas gekauft hat und rutscht da ständig mit ab und schlägt sich da die Hände bei auf, dann merkt man das irgendwann. Lieber ein bisschen mehr ausgeben. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch sehr viel gutes Werkzeug, was gar nicht so teuer ist. Okay. Man muss nicht immer nur die ganz großen deutschen oder amerikanischen Marken kaufen. Mhm. Es gibt auch genügend Werkzeughersteller,
die deutlich preisgünstiger sind und dabei aber immer noch eine gute Qualität liefern. Okay. Ja. Weil das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich mir irgendwie einen Schlüssel selber baue, bestelle ich mir dafür immer billige Schlüssel. Mhm. Da nehme ich jetzt nicht irgendwie hier so einen sauteuren Schlüssel für. Weil meistens, wenn du dir irgendwie einen Schlüssel baust, ist das immer irgendwas, wo du schwer rankommst und wo du sowieso das vorher irgendwie vorlösen musst. Ja. Na? Also es gibt auch nicht für alles ein Werkzeug, oder? Oder gibt es schon, aber das sind dann auch Preise, das rentiert sich nicht. Sagen wir mal so. Angenommen, du hast zum Beispiel ein Ford Mondeo, 2,2 Liter TDC ist das, glaube ich. Da sitzt der Ölfilter, der hat ja nur einen Einsatz, so eine Papierpatrone. Ja. Und auf dieser Plastikglocke oben ist, schlag mich, ich glaube ein 32er Schlüsselweite, Sechskant. Okay. So, du kommst mit keiner Knarre daran, Halbzoll. Du kommst nicht mit einem normalen Maulschlüssel oder Ringschlüssel daran. Ja. So, du musst irgendwie dir den Schlüssel kürzen. Okay. So. Ja, bei Ford gibt es mit Sicherheit irgendwie so einen 15-fach gewinkelten Schlüssel, dass du den da so um die Ecke raufstecken kannst, der dann, keine Ahnung, 50, 60, 100 Euro kostet. Wenn ich mir einen billigen Maul-Ringschlüssel bestelle und den in der Mitte mit der Flex durchschneide und kann damit den Deckel losdrehen. Mhm. Und der hat mich einen Zehner gekostet. Ja, das ist richtig. Wer hat alles richtig gemacht? Ja, ich meine, so viel Ford 2 Liter TDCi oder so machst du ja auch nicht. Ne? Das ist ja noch eine ganz andere Sache. Ja. Ich würde nicht mal so einen sauteuren Spezialschlüssel kaufen, wenn ich da jeden Tag 5 Stück von hätte. Okay. Ja. Weil wenn ich die Arbeit genauso gut mit einem günstigen Werkzeug machen kann, dann mache ich die mit einem günstigen Werkzeug. Das ist richtig, ja. Das macht Sinn. Ja. Ja. So, und da muss man halt immer gucken. Und was viele nicht wissen, die Hersteller, die so Spezialwerkzeuge bauen, die fahren ganz oft durch die Gegend, durch die Werkstätten und fragen, ob jemand irgendwas Spezielles gebaut hat, irgendwelche Problemlöser. Ach so. Und dann gucken die sich das ab und bauen das nach. Dann kriegt derjenige da vielleicht eine kleine Prämie für, ja. Oder die machen zum Teil auch Ausschreibungen. Dass die denn sagen, hier Leute, zeigt uns euer Werkzeug, was ihr wofür gebaut habt. Und dann bauen die das logischerweise natürlich professioneller nach, weil unser Eins nimmt, sag ich mal, irgendwie eine Zange und schweißt da irgendwo was dran an, dass er da irgendwas mitgreifen kann, ja, je nachdem, wo er gerade hin muss oder was. Oder nimmt den Schlüssel und schneidet ihn mit der Flex durch und schweißt ihn wieder zusammen oder genau, sowas. Genau. Nein, das können die natürlich dann maschinell herstellen, fertig, gebogen, geschmiedet, wie auch immer, sodass das dann eben 80 oder 100 Euro kostet. Ach, das ist ja geschickt. Und man spart sich die Entwicklung, weil andere Leute nachgedacht haben. Ja, aber wenn ich demjenigen da, sag ich mal, ein bisschen Geld für bezahle, ja, für seine Entwicklung. Ja. So, weil woher sollen die wissen, wo die Probleme auftauchen? Die Probleme tauchen doch immer erst in der Praxis auf. Das ist richtig. Wenn du einen Ingenieur fragst im Werk, der sagt, grundsätzlich ist das möglich, das im eingebauten Zustand zu wechseln. Mm, mm. Ja, grundsätzlich ist das möglich. Ja. Du musst aber einen Arm mit 5 Gelenken haben. Ja. Na, so, praktisch gibt es den nicht, aber grundsätzlich wäre das möglich. Ja, ja, ja. So, das ist eben immer der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Mm, genau, genau. Nun wisst ihr, was ich hier so mache. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Wenn wir behilflich sein können, auch. Brauchen wir uns nur. Genau. Immer munter, fröhlich, liken, abonnieren, Glocken aktivieren. Ja. Ihr kennt das ja. Genau. Und wir produzieren fröhlich weiter für euch Videos. Genau. So wir können. Genau. Ne? Wenn wir Zeit und Lust haben. Genau. Alles klar. Also, bis dahin. Tschüss. Ciao.